Hallo meine Lieben und ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und in diesem Video möchte ich euch gerne mal meinen Staples Binder zeigen. Der gehört ja auch irgendwie zur Sammlung. Wenn ihr Interesse habt, dass ich euch mal diverse weitere Sammlungsgegenstände von mir zeige, beziehungsweise sehr viele Karten, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann können wir das bestimmt auch mal machen, aber vielleicht seht ihr das schon so ein bisschen. Ich habe da sehr, sehr viele Ordner. Sehr, sehr viele Ordner. Das wird sich dann wahrscheinlich ein bisschen ziehen oder wir machen daraus vielleicht 1, 2, 3 Videos, was weiß ich. Werden wir dann mal schauen. Ich habe nämlich unter mehreren Videos gelesen, dass ihr schon mal Interesse habt, was für Staples man so spielen kann, was gibt es da so und wie heißen die, blablabla Keks. Und bevor ich jetzt hier alle aufzähle, dachte ich, weil ich selber sehr viele Staples habe, schauen wir doch einfach mal rein. Sicherlich wird dieser Ordner, den ich hier euch gleich zeige, nicht hundertprozentig vollständig sein, beziehungsweise habe ich nicht alle Staples aus meinen ganzen Ordnern jetzt hier drin, denn viele Karten aus diversen Engines wurden dann irgendwann zu Staples, aber jetzt erstmal genug geschnackt, ich würde sagen, wir schwenken um und sehen uns gleich am Tisch. So meine Lieben, da sind wir auch schon am Tisch und der Binder liegt bereit, ich musste gerade noch mal ein bisschen was umbauen, vor allem den Kamerawinkel musste ich ein bisschen anpassen, dass das ein bisschen weiter entfernt ist, dass ihr auch hier wirklich alles seht und wir haben hier auch schon mal ein paar Karten vorbereitet, also ich habe die vorbereitet. Und zwar haben wir hier einmal eine Engine, die Dogmatica Engine und einmal Denko Sekka. Denn diese Karte wandert nun endlich auch mal in meinen Binder rein. Hatte ich Ewigkeiten in meinen anderen Bindern und jetzt endlich habe ich es mal geschafft, dass der auch mal seinen Weg hier reinfindet. Ich bin gespannt, was ihr zu meiner Einteilung sagt. Gerne in die Kommentare. Und generell bin ich gespannt, was ihr überhaupt so sagt über meine Staples Binder. Ich werde dieses Video versuchen, so um die 20 Minuten zu halten, damit das nicht allzu lang ist, denn wir haben hier echt viele Karten drin. Die erste Seite besteht aus Karten, die sich hier mal im Binder befunden haben und die dann gebannt wurden. Ja, darf man alle nicht mehr spielen. Schade hier, ne? Den Simorgh würde ich gerne mal wieder spielen. Bei ihrer Statue bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass sie gebannt wurde. Dann geht es hier erstmal los mit der ersten Seite. Achso, ihr seht hier auch, hier sind einige Hüllen schon drin, denn ich werde nämlich alle Karten immer, oder ich habe alle Karten immer so mit Inner Sleeves gesleeved, damit die ein bisschen noch protected werden. Nicht nur durch den Binder selbst, sondern auch nochmal so. Gefällt mir persönlich besser, bin ich mehr ein Freund von. Muss ich wahrscheinlich nicht machen. Aber ich fühle mich dann einfach besser. Irgendwie, ja. Doch, ich fühle mich dann einfach besser. So, ich finde übrigens die Inner Sleeves, die zur Seite aufgehen, finde ich viel, viel besser als die von oben. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Inner Sleeves ihr am meisten feiert. So, dann kommen die hier wieder rein. Ich bin echt gespannt, was ihr zu meinem Sortiersystem sagt. Ich habe das vor gut einem Monat nochmal alles angepasst. Nee, länger. 2-3 Monate, das ist bereits schon her. So, Denko Sekka ist jetzt auch eingesleeved. So, erste Seite, oder jetzt beginnen wir hier mit den Handtraps. Die Dedicrow, Artefakt, Longinusnonce, Dwoll, Gnomatrier hat bisher, oder hat, glaube ich, niemals Play gesehen. An sich ist der Effekt gar nicht so schlecht. Lest ihn euch gerne mal durch. Bahalutia ebenfalls. Der Effekt ist sehr, sehr interessant. Wird wahrscheinlich aber in nächster Zeit niemals Play sehen, bis Konami mal ein Deck rausbringt, was auf diese Karte abzielt. Das wird bestimmt kommen, hat Konami ja manchmal schon mal bewiesen, dass sie das drauf haben. Dann haben wir den Schädelmeister. Ich versuche auch immer alle Handtraps so in der höchsten Rarität ranzuholen. Secret Rare ist für mich die schönste Rarität, von daher versuche ich alle Handtraps in Secret Rare ranzuholen. In der höchsten Rarität war jetzt vielleicht ein bisschen Quatsch, weil dann müsste ich ja die DD-Krähe in Ultimate spielen, beziehungsweise in Starlight Rare und das ist mir halt dann doch ein bisschen zu teuer. Ja, machen wir weiter. Hier haben wir das Gamma Package und wir haben noch hier den Miradora. Die Karte lobe ich ja die ganze Zeit. Hat leider noch nicht ihr Format gefunden. Dann packe ich mal kurz diese Karten hier oben hin. Dann haben wir hier den Saurabis. Kann ein Monster von uns protecten, sofern unser Gegner das mit einem Karteneffekt wählen würde. Nibiru, gerade ein sehr, sehr guter Staple. Kann man, wenn man nicht Kashtira spielt, oder sollte man, wenn man nicht Kashtira spielt, auf jeden Fall mindestens im Side-Deck spielen. Würde ich euch sogar empfehlen, im Main-Deck zu spielen. Spielmarkensammler hat man damals gegen Schwertseele gespielt, würde ich jetzt nicht mehr Siden bzw. generell ein Side-Deck nehmen für ein einziges Deck. Jetzt haben wir diverse Decks, die durchaus mit Schwertseele mithalten können. Da haben wir hier Chaosjägerin, sehr, sehr gute Karte gegen Runik und auch gegen Kashtira, aber ob man jetzt wirklich eine Karte reinnehmen sollte in Side-Deck für eins bzw. zwei Decks, fühle ich nicht so. Also ich habe dann lieber eine größere Bandbreite bzw. Karten, die gegen sehr viele Decks was machen oder ausrichten. Dunkel aufrichtig macht genau dasselbe wie aufrichtig, nur halt für Finsternismonster. Ist okay, ist halt ein Staple an sich. Vergeltendes C
ist Makrokosmos, sofern unser Gegner ein Monster beschwört, also spezialbeschwört, über eine Zauberkarte. Dann können wir diesen spezialbeschwören und dann ist der Makrokosmos alive. Wurde unter anderem B-Tuber gespielt, sehr, sehr erfolgreich, aber so an sich, glaube ich, wird er so kein Play mehr sehen. Da haben wir hier die Herolds, einmal orange, einmal violett. Orange Monster-Effekte, violett Trap-Effekte, grün habe ich noch nicht, werde ich mir wahrscheinlich auch nicht ranholen, weil der einfach zu langsam ist, beziehungsweise nicht gut genug. Vielleicht hole ich mir den doch mal irgendwann ran, einfach um alle davon zu haben. Das kann durchaus sein. Dann machen wir weiter, ich schiebe mal kurz rüber. Rote Blüten aus dem Unterholz haben wir hier. Ich kann noch mal ein bisschen ranzoomen, dann seht ihr das vielleicht noch mal ein bisschen besser. So. Karte ist nicht so gut, muss man ganz klar sagen, aber das Artwork ist nice. Das ist halt wirklich schön. Geisterschnitter und Winterkirschblüten kann man spielen, würde ich persönlich nicht spielen. Da du in erster Linie das Monster selber in deinem Extra-Deck spielen müsstest und die gebannten Karten kann Kashtira vor allem natürlich recyceln. Von daher finde ich die gerade ein bisschen suboptimal. Da haben wir hier den Hartriegel für Time, sehr, sehr gute Karte und die Ghost Bell. Hier fehlt die Ash Blossom, die befindet sich gerade in meinem Kashtira-Deck. Ghost Ogre könnte man spielen, aber die Ash Blossom ist auf jeden Fall die bessere Variante, beziehungsweise vielleicht ist sogar noch die Ghost Bell besser als Ghost Ogre. Ah, weiß ich nicht, gegen Flander war die gar nicht so schlecht, beziehungsweise gegen Mathmack kommt die auch gar nicht so schlecht, aber könnt ihr gerne mal eure Meinung zu der Karte in die Kommentare schreiben. Dann haben wir noch die Ghost Monarch, kann man unter anderem natürlich für Time spielen, aber sie macht in erster Linie das gleiche, was die Effektversteigerung macht, nur bei spezialbeschworenen Monstern. Das heißt, die Effektversteigerung ist noch ein Ticken besser, da wir die auch auf normal beschworene Monster werfen können, beziehungsweise aktivieren können. Dann haben wir hier noch den Phantasmai. Wenn wir wieder ein Link-Format bekommen, dann ist der auf jeden Fall extrem krass. Und deswegen habe ich den behalten, beziehungsweise behalte ich sehr, sehr viele Karten. Vor allem Staples würde ich so schnell nicht wieder verkaufen wollen, weil die dann irgendwann immer krass werden. Und man, du gibst halt dann auf Dauer eh mehr Geld aus. Sicherlich, wenn du sie jetzt in High Rarity holst, dann gibst du extrem viel Geld aus. Und wenn dann die ganzen Reprints kommen, dann droppen die auch wieder in ihrem Preis die Karten. Aber man, Secret Rare ist halt einfach eine schöne Karte, beziehungsweise eine schöne Rarität. Dann haben wir hier die Bystials, einmal den Druswurm, Sarunir. Der Lubellion befindet sich in meinem Branded Despair Bystial Deck. Die anderen spiele ich da nicht mehr auf 3, von daher haben die hier den Weg nicht rausgefunden. Dann haben wir noch den Baldrachling und einmal die Impermanence. Bisher habe ich alle Staples, glaube ich, auf 3, also als Playset hier in dem Binder. Dann kommen wir schon zu den Engines und da haben wir einmal natürlich die Adventure Engine, Chaos Raum, auch eine sehr, sehr gute Engine. Da haben wir hier noch die Souls Engine und hier haben wir die Flinker Engine und hier hinten haben wir die Zombie World Engine mit Benji und hier fängt jetzt langsam alles an um Visa Starfrost, die bekommt ja gerade ihren Archetype mit Mana Dome. So, und da wir jetzt hier bei Engines sind, beginnen wir jetzt mal die Dogmatica Karten einzutüten. Da Dogmatica für mich jetzt so nicht mehr spielbar ist, beziehungsweise kannst du es natürlich immer noch mit Invoke Dogmatica spielen, aber das Deck macht halt einfach viel zu wenig, es wurde gepowercreept und von daher ist das nur für mich eine Engine, die man vielleicht mit diversen Ritualdecks zusammenspielen kann, beziehungsweise kann man das jetzt auch in Flander spielen oder natürlich in diversen anderen Decks geht das vielleicht auch. Dann Bordbrecherkarten haben wir hier einmal Kurikara. Gerne eure Meinung zu der Karte in die Kommentare. An sich gar nicht so schlecht, kann ein richtig krasses Beatstick werden, kann auch dann theoretisch für ein OTK sorgen, aber ich weiß nicht, bisher fühle ich die Karte nicht so. Sie kommt natürlich extrem stark gegen Kashtira, aber auch hier sind wir natürlich dann wieder bei der Prämisse, eine Karte für ein Deck reinnehmen, weiß ich nicht. Dann haben wir hier den geflügelten Drachen von Rakugel-Modus, ebenfalls als Playset. Ich finde den Lava-Golem gerade ein bisschen besser. Der befindet sich nämlich hier und der befindet sich gerade im Deck. Deswegen ist der hier gar nicht zu sehen. Deswegen spiele ich den. Kugelmodus kann man natürlich auch machen. Doch bedenkt immer, wenn euer Gegner nicht drei Monster auf dem Board hat, beziehungsweise ihr nicht, könnt ihr dieses Monster nicht Tribut beschwören. Finde ich dann halt nicht so doll. Und von daher ist der Lava-Golem auf jeden Fall ein bisschen flexibler, weil wir dafür nur zwei Monster unseres Gegners brauchen. Dann haben wir hier Darkwooder No More, Ultimate Slayer, Droplet, hier befindet sich Lightning Storm, hier ist Psy-Löschlaser. Diese Karte könnte so eine Art Low-Budget-Variante sein, denn wir können nämlich ein Monster, was unser Gegner kontrolliert und vom Extra-Deck kam, in den Friedhof legen oder senden und dann kriegt unser Gegner Lebenspunkte in Höhe der ATK. Ist aber trotzdem sehr, sehr gut, um sich vielleicht dem ein oder anderen nervigen Monster zu entledigen. Wenn wir hier zum Beispiel an Weisheit denken, dann ist halt der Makrokosmos schon mal weg und das für lediglich 3000 Lebenspunkte, die unser Gegner vielleicht mehr bekommt, kann man durchaus machen. Hier fehlt auch eine Karte. Gott, was habe ich da drin? Vielleicht Buch der Verfinsterung. Das kann sein, die befindet sich nämlich auch im Deck. Oder Feindkontrolle, die ist auch gerade im Deck.
Genau, hier geht's weiter mit den Büchern. Buch des Mondes, Buch der Mondverfinsterung. Wir können ein Monster booken, wir können zwei Monster booken, müssen aber eine Karte discarden. Mehr Jungfrauenkostüm Maßschneider, kam jetzt in Photon Hypernova raus. Gar nicht so eine schlechte Karte. Bin gespannt, ob die irgendwann mal in einem Deck wirklich relevant sein wird. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu der Karte in die Kommentare schreiben. Ich finde den Effekt gar nicht so schlecht, weil wir uns halt eine Karte suchen können. Das heißt, wir sind hier nicht auf Spell oder Traps oder Monster nur limitiert, sondern es kann tatsächlich wirklich alles sein. Unser Gegner muss natürlich diese Karte vorher ausgespielt haben. Dann haben wir ja immer Sonne und Mond, hatte ich mir mal für Subterra geholt. Gedankenkontrolle macht halt das gleiche wie Überläufer, nur ein bisschen schlechter. Überläufer befindet sich hier auch nicht, befindet sich auch im Deck. Stoß der drei Taktiken hatte ich mir erstmal geholt, weil ich dachte, in Kashka mega stark. Vor allem Going Second, aber fühle ich gerade doch noch nicht. Aber die Karte ist trotzdem krass und war ihre 65 Euro auf jeden Fall wert, weil die Karte wird auf jeden Fall noch ihr Format bekommen. Super Poli, um nochmal das Board zu brechen, Duellturm, eher für Fun-Decks wahrscheinlich. Lest euch die Karte mal durch an sich, wenn ihr damit durchkommt, ist der Effekt krass. Dann haben wir hier Alpha, Dino Wrestler, Schwarzes Loch und Raigeki. So, dann machen wir weiter mit Monstern, die wir spezial beschwören können. Und da haben wir einmal den Schwarzflügel Sephirus, die Elite. Können wir aus unserem Grave spezial beschwören für läppische 400 Lebenspunkte. Und wir müssen eine Karte wieder auf unsere Hand geben können. Finster Greffer von der Hand spezial beschwören, indem wir ein finsternes Monster diskarden können, glaube ich. Muss aber der Stufe 5 oder höher sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann haben wir hier noch den Destrudo, Gizmek. Theoretisch können wir hier jedes Gizmek-Monster reinpacken. Aber der Orochi ist das Beste aus meiner Sicht. Parallelexit, Herr des himmlischen Gefängnisses. Gerade extrem stark natürlich für Trap Tricks und auch Labyrinth. Die Iris-Schwertseele an sich auch gar nicht so schlecht. Schönes Artwork, hat aber bisher kein Play gesehen. Notfall-Teleport, um weiter zu extenden. Wiedergeburt, um aus dem Grave zu extenden. Vielleicht vom Gegner oder von uns. Dann Instant Fusion, Fertigfusion, Instant Kontakt. Alles Spezialbeschwörung vom Extra-Deck, die uns halt extenden lassen. Einer vor einen haben wir dann noch hier. Können wir halt ein Monster der Stufe 1 Spezialbeschwörung, müssen aber eine Karte discarden können. Gedankengang, eigentlich eine sehr, sehr interessante Karte, wenn du ein Deck spielst, wo du verschiedene Stufen spielst. Dann kommt die extrem gut. Link nach Reigns, auch gar nicht so schlecht. Lässt uns ein Monster Spezialbeschwörung aus der Hand und dann können wir eine Linkbeschwörung machen. Unser Gegner kann daran nicht anketten. Auch sehr, sehr stark. Da haben wir hier noch Synchro überholen für Synchro-Decks. Denn wir können nämlich ein Synchro-Monster vorzeigen, auf dem Material aufgelistet ist und dann können wir uns diese Karte unserer hinzufügen, Drachen wecken, um halt krasse Bossmonster aufs Board zu bekommen, vor allem wenn du jetzt Trap Tricks spielst oder Labyrinth und euer Gegner schießt euch die Backrow, dann triggert sie und ihr könnt euch Dragoon spezial beschwören oder was weiß ich, also sehr, sehr gute Karte an sich. Dann haben wir hier noch die Schattenbrigandine, vor allem natürlich für Stufe 4 Decks, habe ich unter anderem in Zeitdieb gespielt, kam da gar nicht so schlecht, aber Zeitdieb kann tatsächlich mit der jetzigen Meta auf jeden Fall nicht mithalten. Dann haben wir noch Aufgestiegener des Donners. Für läppische 3000 Lebenspunkte können wir diesen Dude spezial beschwören. Astrala Kuribo hatte ich mir damals auch. Nee, habe ich nicht gekauft, habe ich gezogen. Aber für Kashtira, aber gerade auch ein bisschen zu langsam. Fortgeschrittene Ritualkunst für Ritualdecks natürlich. Unerwarteter Dai. Narrenkonflikt können wir immer spezial beschwören. Wir dürfen aber immer nur einen davon kontrollieren. Können wir aber immer weglinken und dann wieder spezial beschwören, sofern wir davon mehr auf der Hand haben und uns eventuell hochlinken. Dann haben wir noch die Ecclesia, die Tugendhafte, Poli und den Nebelkönig. So. Das sind Karten für Time. Na, einmal den Streuschuss und einmal den roten Resonator. Ich hätte ja auch noch die Ghost Mourner und auch den Hartriegel mit reinmachen können, aber die sehe ich eher bei Handtraps. Dann kommen wir jetzt zu meinen Spells und da sind wir jetzt hier bei Karten, die uns etwas ziehen lassen. Topf der Gegensätzlichkeit, Topf der Begierden, Topf der Extravaganz, Pot der Trägheit, Topf der Trägheit. Ich versuche ja auch immer die höchste Rarität zu spielen. Topf der Gegensätzlichkeit fehlt mir noch in Secret Rare, ansonsten ist hier alles in Secret Rare vertreten. Topf des Wohlstands ist gerade in meinem Kashtira-Deck, von daher nicht hier aufzufinden. Muräne der Trägheit für Wasserdecks bzw. für Fisch, Seeschlange und Aqua. Denn diese Karte lässt uns dann auch zwei Karten ziehen. Verlockung der Finsternis, vor allem natürlich im Branded Despair-Garde, sehr gut spielbar. Emporkömmling kann man eigentlich immer reinwerfen, wenn man noch einen Slot frei hat. Mitfahrgelegenheit habe ich damals in Evil Twins gespielt, kommt da auch sehr, sehr witzig. Dann haben wir hier Gesegnetes Schwert der 7 Sterne. Und Seckers Licht habe ich bereits schon eingetütet. Lässt uns ebenfalls zwei Karten ziehen, sofern wir keine Zauber- oder Feinkarten in unserem Friedhof haben. Beziehungsweise können wir dann auch keine Spells und Traps mehr aktivieren. Dann kommen wir zu Karten, die uns generisch, spezifisch etwas suchen. Und das ist einmal Feuerformation Tanky, Sanded Mine, Cyber-Notfall, ne, also hier Cybers-Monster, hier suchen wir uns ein Maschinenmonster, ein Lichtmaschinenmonster, hier für Bird-Up bzw. für Tribegate, Piriri-Ismap für DDD habe ich die mal geholt, ne, habe ich auch gezogen, musste ich mir gar nicht kaufen, Vorbereitung der Riten, für Mikanko, sehr, sehr gute Karte da auf jeden Fall, beziehungsweise auch für Dwighthorn, Landformen, generell sehr, sehr gute Karte, die Secret Rare befindet sich ebenfalls in meinem Main-Deck. Dann haben wir hier Setzrotation, auch eine Karte, die man nicht unterschätzen sollte. Und wir haben hier noch Miniaturwelt und Verstärkung für die Armee.
Dann machen wir weiter mit dem Metaversum, Goldsarkophag, sowie Tyrisches Begräbnis und Trap Trick. Alles Karten, die uns halt spezifisch etwas suchen bzw. millen wollen oder verbannen wollen, jetzt im Falle von Goldsarkophag. Dann sind wir jetzt bei meinen Backrow-Karten und da habe ich einmal den Harpyen Flederwisch, Twinfister, Galaxie-Zyklon, Cosmic Cyclin, nie endender Albtraum, damals für das Mystic Mind-Format, eine sehr, sehr gute Karte. Schwerer Staubsturm, wenn ihr ein Trap Deck spielt, könntet ihr diese spielen und Gemurmel des Waldes. Da wusste ich noch nicht genau, wo ich diese Karte einsortieren soll. Wenn ihr da einen Hinweis für mich habt, dann gerne in die Kommentare damit. Vielleicht passt das ja mir auch und dann packen wir die da mit rein. Dann haben wir hier unsere Floodgates. Dann haben wir einmal Ible, die Gimmick-Marionette Albtraum. 19 Cent hat mich die nur gekostet. Dann haben wir hier Stummfriedhof, Kräfteraum, Seelenzug, Schatteneinsperrender Spiegel, es kann nur eingeben, Beschwörungslimit, Lichteinsperrender Spiegel, Geheimnis Dorf der Hexer, Fehler, Geheimnis Dorf der Hexer, Fun Fact, kann man theoretisch auch im Branded Despair Bystier spielen, weil der Dämmerungsdrache ein Spellcaster ist. Sehr, sehr lustig, bin gespannt, ob das vielleicht irgendwann mal auftreten wird. Ja, Fehler habe ich damals auch in Evil Twins gespielt, weil man dann nur noch Karten seiner Hand hinzufügen kann durch Ziehen, auch sehr, sehr stark. Dann haben wir den Harpyen Federsturm, habe ich im Bird Up gespielt. Kaiserliche Eisenmauer, gerade gegen Kashira, sehr, sehr stark. Antimagischer Duft, ebenfalls sehr, sehr stark gegen sehr, sehr viele Decks, vor allem aber gegen Runik. Dimensionsbarriere, sehr, sehr starke Karte, also ja, alle sehr, sehr stark hier. Vor allem natürlich gegen Branded Despair Bystier bzw. Kashira. Dimensionsriss, kann man machen, würde ich zurzeit aber nicht mainen bzw. ins Side-Deck packen. Anti-Zauberpfeile, gerne mal in die Kommentare, wer von euch diese Karten kennt. Diese Karte kennt, ich werde es jetzt nicht weiter erklären, was die Karte macht. Der Effekt ist gar nicht so schlecht, das kann ich euch schon mal sagen. Dann haben wir hier Verkaufsverbot, Grafrechters Inschrift und Nicht-Fusionsgebiet. Hier fehlen mir noch zwei Kopien, die werde ich mir bei gegebener Zeit mal ranholen, weil der Effekt gar nicht so schlecht ist. Und dann haben wir hier noch die Daruma Karma Kanone. Und hier kommt jetzt auch noch Seckers Denko Sekka mit rein. Denn das ist ja auch eine Art Floodgate, euer Gegner kann dann nämlich seine ganzen Traps nicht mehr aktivieren, beziehungsweise gesetzte Karten können generell nicht aktiviert werden. Dann sind wir hier bei Karten, die uns unseren Gegner interrupten lassen, Schlag der Hexe, sehr sehr krasser Effekt, leider verpasst die zu auf Timing, dunkles Opfer, Gefängnis des Eisdrachen, gerade vielleicht auch nicht die optimalste Karte, aber an sich ist der Effekt auch sehr sehr gut. Maßregung könnte man überlegen, weil man halt einen Monstermob und die Effekte des Monsters noch negiert, ist also auch sozusagen eine Low-Budget-Variante zu Imperm, Engelsstatue, Azurune. Auch nicht so schlecht der Effekt. Draco, utopische Aura, bin ich mal gespannt, ob die Karte irgendwann mal so play sehen wird. Raus hier, gar nicht so schlecht tatsächlich. Wir wählen zwei Monster, die vom Extra-Deck beschworen waren von unserem Gegner und würden die wieder zurückmischen. Unglaublich stark eigentlich, wenn wir jetzt gerade an Kashira denken, beziehungsweise auch an Branded Despair Bystier. Da haben wir noch Zwangsevakuierungsgerät, natürlich extrem stark in Labyrinth, weil man dann halt diverse Effekte triggern kann. Und dann haben wir hier unsere Counter-Traps, Schlag, Warnung und Urteil. Kontrollpunkt war mal ganz gut, als wir gegen, oder als wir noch, wie heißen sie, die kleinen, helft mir, los, Prankets. Als wir Prankets hatten, kamen die gar nicht so schlecht. Reißender Tribut, immer mal eine Überraschung wert. Verschwundener Wind, auch eine Low-Budget-Variante zu Imperm. Und dann haben wir Fallgrube des Totengräbers vom Grab gerufen. Sieht gerade gar kein Play, liegt halt daran, dass wir sehr wenig Handtraps spielen, da wir gerade in einem Floodgate-Staples-Format sind. Das könnte man eigentlich so gut beschreiben. Auslöschungsinformat steigt ja gerade so ein bisschen im Preis an. Ich fühle die Karte nicht. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu der Karte in die Kommentare schreiben. Dann haben wir noch Törichte Heimkehr. Apophis, die Sumpfgottheit, kam glaube ich auch in Photon Hypernova, so heißt sie, kam die raus. Auch ein sehr, sehr interessanter Effekt und ich bin gespannt, ob die Karte irgendwann mal Play sieht. Und hier haben wir noch einmal Ernenner des Roten Lotus. Die Karte ist natürlich extrem stark in Verbindung mit Stoß der drei Taktiken. Wenn ihr eine Handtrap abbekommen habt, dann könnt ihr die noch setzen und im gegnerischen Zug in die Hand des Gegners schauen und dann eine Handkarte banishen bis zur Endphase eures Gegners, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bis zur nächsten Endphase, genau da steht's. Und ihr bekommt halt Hand Knowledge, das ist halt extrem stark. Ihr seht schon, wir haben hier noch weitere Fusionsmonster, aber das Video geht jetzt schon lange genug. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, beziehungsweise auch noch meine ganzen anderen Ordner, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was ihr so generell zu meinen Staples sagt, zu meiner Sammlung der Staples. Da wird bestimmt noch die eine oder andere Karte in Zukunft dazukommen. Von daher wird sich der Binder auf jeden Fall ordentlich füllen. So, das soll es jetzt aber gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so war, dann gerne liken und abonnieren. Und ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Von daher ballert jetzt den Abo-Button. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Wir sind auf dem Weg zu 3000 Abonnenten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das am Ende des Jahres auf jeden Fall geschafft haben oder geschafft haben werden. So, und damit möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Macht's gut, haut rein. Ciao.